Herzlich willkommen zur zweiten Episode zu dem Thema Social Networking und Communities. Was ist denn bitteschön Social Networking? Es sind Werkzeuge, in denen Sie auf der einen Seite die eigene Person darstellen können und gleichzeitig auch Ihr eigenes Netzwerk. Das heißt, alle Freunde und Bekannte, die Sie haben. Das Beispiel dafür ist natürlich Facebook oder die verschiedenen Verzeichnisse oder MySpace. Das sind Beispiele für sogenannte private Netzwerke. Da geht es häufig um die Freunde, die privaten Netzwerke. Und es gibt auch Business-Netzwerke wie zum Beispiel Xing oder LinkedIn, wo sich alle Personen ein bisschen seriöser darstellen. Ist auch immer ganz witzig, wenn sie immer da ihre Kollegen suchen und dann die Bilder vergleichen mit denen auf Facebook. Wenn man sich das zum Thema Lernen überlegt, wo kann man das einordnen, sehen Sie hier rechts diese Friend-of-a-Friend-Communities, die ich eben gerade angesprochen habe, also von Facebook bis zu Xing. Und Lernanlässe gibt es dort eigentlich nur dadurch, dass man plötzlich auf irgendwelche Dinge hingewiesen wird von Bekannten und man sich dann sagt, oh, das ist interessant, da möchte ich gern mehr darüber wissen. Gleichzeitig gibt es aber sehr, sehr viele Kontaktanlässe und das ist eigentlich auch die Hauptsache, die man dort macht. Man sucht eigentlich auch aktiv nach Personen und versucht dort neue Netzwerke aufzubauen. Auf der anderen Seite an der Uni gibt es manchmal durch E-Learning-System unterstützte curriculare Lerngemeinschaften, die allerdings nur vielleicht für ein Semester existieren. Das wäre im Grunde sowas, was wir in diesem Seminar machen. Da geht es sehr stark ums Lernen. Da gibt es auch Lernziele, die in einem Curriculum definiert worden sind. Gleichzeitig hoffentlich gibt es Möglichkeiten, die eigenen Interessen zu verwirklichen. Und insgesamt hat man eine gemeinschaftliche inhaltliche Auseinandersetzung. Da können dann auch Kontakte entstehen über das gemeinsame Studieren, aber das ist eigentlich nicht so die Grundidee. Und dazwischen stehen sogenannte Communities of Practice. Die drehen sich um komplexe Probleme aus häufig dem Arbeitsalltag oder bei Ihnen gegebenenfalls auch aus dem Studieralltag. Und sicherlich ist es eine gute Idee, in solche Communities of Practice hineinzugehen, die etwas mit den Themen zu tun haben, die für Sie wichtig sind im Studium. Wenn Sie zum Beispiel Mathematikerin sind und Sie sich mit Statistik beschäftigen, dann sollten Sie versuchen, in solch eine Community of Practice hineingehen, die sich genau mit den Themen beschäftigt, die Sie interessieren. Und dort wächst man allmählich in die Gemeinschaft hinein. Schauen wir uns das mal im Detail an. Die Communities of Practice, da gibt es natürlich auch viel Theoretisches dazu. Der Begriff der Community of Practice wurde von Jean Lave und Etienne Wenger mitgeprägt und die bezeichnen damit längerfristige, aber variable Gruppen von Personen. Das ändert sich. Die Personen, die verfolgen mit Interesse und großer Leidenschaft ein gemeinsames Unterfangen und teilen dabei Ideen, Einsichten, Expertise, das ist ganz wichtig. Dabei entwickeln sie Know-how, gemeinsame Meinungsbilder und Herangehensweisen. Sie helfen einander, lösen Probleme, vertiefen ihr Wissen und lernen voneinander. Und zwar durch informelle, regelmäßige und freiwillige Interaktion. Also im Grunde genau das Gegenteil, was ein Uniseminar normalerweise macht, weil das ist nämlich in den formalen Kontext eingebunden. Das ist auch regelmäßig, aber ob es immer so freiwillig ist, ist eine große Frage. Und das Ganze basiert auf der Basis persönlicher sozialer Bindungen. Insofern sehen Sie, dass die Community of Practice wirklich so in dieser Mitte zwischen diesen curricularen Lerngemeinschaften und den Friend-of-a-Friend-Netzwerken sind. Community of Practice hat drei Strukturelemente, klar, Community and Practice und die Domain. Die Domain ist der Zweck der Gemeinschaft und auch der Nutzen, der aus der Mitgliedschaft entsteht, weil man nämlich sich mit komplexen und dauerhaften Problemkreisen beschäftigt, die auch ein fortgesetztes Lernen erfordern. Also zum Beispiel bestimmte statistische Auswertungsverfahren wären ein super Beispiel dafür. Und
diese Domain, der Themenbereich, der inspiriert Mitglieder, sich einzubringen. Und die Domain erzeugt auch ein Gefühl der gemeinsamen Identität, weil alle wissen, die Mitglieder dieser Gemeinschaft interessieren sich für dieses Thema. Community bedeutet, dass wir also eine Gemeinschaft haben, und diese Gemeinschaft, die fördert die Interaktion und Beziehungen, die vor allem auf einem gegenseitigen Respekt und Vertrauen fußen. Das heißt, man wird sicherlich nicht sich gegenseitig helfen, wenn man kein Vertrauen zueinander hat. Sie regt an zum Austausch von Ideen und zum Stellen schwieriger Fragen. Also das ist genau das, worum es geht. Also die kniffligen Fragen zu stellen und dann gemeinsam diese versuchen zu beantworten. Und die Practice ist eine geteilte. Und diese geteilte Praxis, die mit anderen Mitgliedern geteilt wird, die wird entwickelt, um die Effektivität des einzelnen Mitglieds oder die eigentliche Problemlösefähigkeit in der Domain zu steigern. Und dazu werden nicht nur Ideen ausgetauscht, sondern auch Werkzeuge, Informationen, aber auch Geschichten oder Dokumente, die allen zur Verfügung steht. Die Practice ist ein spezielles Wissen, das entwickelt, geteilt und gepflegt wird. Gepflegt auch ganz wichtig. Und so eine grundsätzliche Idee der Community of Practice ist die sogenannte Legitimate Peripheral Participation. Und das kann man übersetzen als Lernen als Hereinwachsen in die Praxisgemeinschaft. Das heißt, man kommt erstmal am Anfang in so eine Gemeinschaft rein und ist eigentlich eher so ein bisschen passiv und schaut zu. Und dann tut man erstmal ein bisschen helfen und unterstützen. Und dann ist man irgendwann mal so an der Kante zur richtigen Mitgliedschaft, wenn man am Rand steht und versucht mitzuarbeiten und erste Übernahmen von Mitgliederaufgaben übernimmt. Und dann wächst man langsam so rein oder vielleicht wächst man auch nicht rein und geht wieder raus. Aber die reinwachsen, kriegen dann also eine volle Mitgliedschaft und vielleicht kommen sie in so eine sogenannte Core Group, also die Kerngruppe der Community, die wirklich ganz viel für die Community macht. Ansonsten gibt es wahnsinnig viel noch zu Community of Practice und dem Konzept zu erzählen. Das mache ich hier nicht, wird zu lange dauern, aber ich glaube, wir gucken mal, wie viel wir davon erleben in unserem Seminar.